Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Riverbond. Heute wartet die Borstenbruchhöhle auf mich und ich bin sehr gespannt, ob wir dann auch bei diesem, ich nenne ihn jetzt mal Froschkönig, ja, ob wir dort landen und ob ich den auch gleich mal platt machen kann. Ich würde auch sagen, ich starte gleich mal, denn es muss ja hier irgendwie vorangehen. Waldhügelfestung, lasse die Hängebrücke herab. Wer bin ich denn heute eigentlich? Mit wem möchte ich denn heute die Hängebrücke hier herablassen? Ich bin heute mal die Wassermelone mit dem coolen Stirnband. Obst geht immer und Wassermelonen sowieso. Händlerschnauze. Ah, du willst mich doch nicht auch noch beklauen, oder? Diese lästigen Frösche treiben sich hier überall in den Sümpfen herum. Mein Karren hatte eine Panne und anstatt mir wie gute Nachbarn zu helfen, haben sie den Schatz des Königs gestohlen und sind weggehüpft. Ich bin ein hart schuftendes Schwein und dann kommen diese Frösche und mopsen einfach mein Hab und Gut. Das geht natürlich gar nicht, heißt also, wir müssen hier die Frösche gleich mal finden und den Schatz des Königs wieder abnehmen. Aber erstmal gucke ich mich hier ganz kurz um. Ah, da sind sie ja schon. Geht's ja noch in die andere Richtung. Ach, da ist vorbei. Da geht's nicht weiter. Ja, dann. Boah, sind die fies hier. Schön mit Schwertern. Aber da bin ich hier da und ich rette hier alle. Behaupte ich zumindest. Oh, der hat sogar einen Umhang. Kann er was Besonderes? Ist das der Anführer? Oh, haben die alle Umhänge. Aber, also manche sind doch hier größer als andere, oder? Tatsächlich. Aber noch ist mein Schwert hier richtig gut dabei. Die können ja nichts. Ja, mit dem Yell. Und nichts liegen lassen. Ich würde übrigens gerne mal das Schild lesen. Leider geht das nicht. Wir hatten ja schon mal irgendein Schild. In irgendeiner anderen Umgebung. So. Und ein Geschenk. Das hole ich mir gleich. Sonst noch was? Ah. Boah, die chillen hier so richtig gemütlich, ja, am Kamin. Aber da komme ich und mache alles kaputt. Man kennt's. So, bloß nach oben. Ah, das ist der Schalter. Und diesmal stand ich zum Glück nicht drunter. Ich werde das nicht vergessen, ja, dass ich gleich am Anfang von dieser Brücke erschlagen wurde. Okay, den Trank... Doch. Gut, ich dachte schon, ich könnte die nicht nehmen. Eigentlich kann man die ja immer nehmen. Boah, so viele Münzen hier im Wald. Wer hat die denn hier verloren? Da muss man immer vorbei. Da ist die nächste Brücke. Aber ich sehe gerade keinen Schalter. Ja, dann ist der bestimmt da auch wieder oben. Nehmt das und das und noch viel mehr davon. Ich habe gerade nur eine Waffe. Ah, nee, einen Blaster habe ich auch wieder. Okay, dann hat man den Blaster tatsächlich standardmäßig. Gut. Der Weg ist klar. Los geht's. Ninja Melone unterwegs. Achtet beim nächsten Wassermelonenkauf drauf, ob die auch so ein Stirnband trägt. Dann würde ich sie vielleicht nicht essen. Dann habt ihr Melone da, die euch mit dem Blaster bedroht. Na, so viele Frösche. Welch mit euch? Rückt den Schatz raus. Eine Schinkenkeule. Oh, die würde ich auch nehmen. Geil. Geil. Jetzt bitte ein schönes Feuerchen hier. Bam, bam, bam. Birgt den Schatz des Königs. Wir sind jetzt im Sumpf der ewigen Nässe. Ja, als Melone geht's natürlich weiter. Wer bist du? Herzog von Schmalz. Du, gewiss du. Der Rübel mit der höchst rabiaten Visage. Schenk mir sogleich Beachtung. Was ist mit dir verkehrt? Du wirst mir helfen, den Schatz des Königs wieder zu erlangen. Die Ehre meines Adelsgeschlechts hängt davon ab. Ein närrischer Händler hat ihn verloren und der Finder wird großzügig belohnt.
Würde ich ein paar Proleten aus der Stadt an meiner Seite wissen, bräuchte ich dich nicht. Aber die Tore sind verschlossen und wir sind hier alle zu zivilisiert für den Kampf. Sag mal, junger Freund, was ist denn verkehrt mit dir? Ich kann dich hier auch stehen lassen. Ich muss dir auch nicht helfen. Immer diese Überheblichkeit. Unglaublich. Oh! Oh Gott. Ja, hat niemand gesehen, ne? Ich bin abgestürzt. Na sowas. Wer seid ihr denn hier? Noch mehr Frösche. In lustigen Pullovern. Oder Rüstung. Aua, aua, aua. Ja, die tun schon ganz schön weh. Aua. Ja, weil die tolle Keule hier nicht so schnell schlägt. Au! Boah, da war das Schwert aber schon ein bisschen besser. Mit dem Schwert kannst du schneller zuhauen. Da haben die keine Chance. Ach, komm her. Und hier? Ein großer Goldberg. Ach, wir müssen ja auch die 4 Schätze bergen. Was haben wir hier noch so? Nichts. Ja, du komm mal hier nochmal unter die Augen. Der lebt ja noch. Komm her, Froschgesicht. Und das war nicht mal eine Beleidigung. Oh, bloß nicht da runterfallen. Oh, der Froschkönig. Also, eine kleine Variante davon. Oh, der hat aber, glaube ich, gerade auch ein bisschen... Hat der Gold mitgehabt? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, aber der ist so schön zersprungen. Hey, bleib hier. Hallo. Danke. Ist das eine Falltür? Oder geht's auf jeden Fall runter? Ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Ich gucke mich erstmal hier im oberen Bereich um. Oh, na hey! Im Regen stehen ist doch gar nicht so cool. Das Bombenmädchen wieder, ne? Bevor ich dich noch weitere meiner Bomben benutzen lasse, stelle ich dein Können mit einer Frage auf die Probe. Wie gut eignen sich Bomben, um Dinge in die Luft zu jagen? Wenn ich das mal so aus der Kalten heraus beantworten darf. Sehr gut. Ganz genau, sie sind ausgezeichnet. Selbst hier in diesem Sumpf können sie so ziemlich alles in Schutt und Asche legen. Du hast es weit geschafft. Vielleicht bist du genau der richtige Typ für ein Bombenmädchen. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Ist das jetzt eine Drohung? So, gehen wir mal weiter. Ohne Truhe. Ach ja, und wieder Kumpels. Komm her. Ich mache euch platt. Oh, da sind gleich die 2 großen Schätze. Richtig gut. Oh, ich treffe gar nicht. Wer hat denn hier gerade geschossen? Irgendwas flog doch da gerade. Ich mag dieses Geräusch am Ende, dieses Katsching. Katsching. Sehr schön. Okay, da wird es weitergehen, aber wir haben ja noch die Bodenluke. Die muss ich mir natürlich angucken. Oh, und noch eine Schatztruhe. Herr Mounty. Tag, Herr Mounty. Ich muss hier irgendwie... Oh Gott. Gut, das passiert, das macht gar nichts. Ich muss eh noch die andere Schatzkiste holen, die habe ich noch gar nicht angeguckt. Hier noch mehr. Gerade noch nicht. Also man kann ja schon schnell irgendwo runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Merkt man, ne? Ah, da ist er. Zepter des Schalks. Ich glaube, dieses Zepter hat auch die ganze Zeit der komische... Frosch gehabt. Mal gucken, wie sich das schlägt. Boah, das schlägt auch so langsam. Ich brauche mehr Schläge pro Sekunde hier. Das ist richtig schnell. Ach Mensch, und da fällt mir gerade ein, es gibt ja aufgeladene Angriffe. Kann ich die auch... Moment, kann ich die Keule auch aufladen? Bam! Hui! Na, vielleicht ist das doch eine schöne Sache. Oh. Komm. Oh mein Gott, wie konnte man gerade nicht treffen, ey.
Und pum, 80 Schaden. Ja, also doppelt so viel wie Standard. Oh Gott, also hallo, Freunde. Ich mach das mal kurz so. Ah, nur 50. Blaster kann man natürlich nicht aufladen. Ich fühle mich gerade etwas verfolgt. Komm, hier nochmal die Keule. Haben die mich hier gerade gestört beim Aufladen? Ich bin gleich tot. Hallo. Brauch mal einen Trank. Boah, 70. Okay, also am besten funktioniert echt noch das Schwert. Oh, schade. Hat wehgetan. Er kommt. Ach nee, das Schwert war das gar nicht. Was hat denn jetzt gerade so viel Schaden gemacht? Das Zepter? Ah, das Zepter, okay. Weg hier. Nee, dich mache ich auch noch platt. Mein kleiner Blaster-Freund. Haben wir. So, Moment. Wer ist denn das hier unten? Am Teppich. Freiherr von Grunz. Für einen Adligen wie mich gab es einst nichts Besseres als die Landwirtschaft, um an mein wohlverdientes Geld zu kommen. Seit die Seele des Eldra jedoch fort ist, haben die Frösche unseren guten Boden in einen nutzlosen Sumpf verwandelt. Ich schätze, ich sollte zumindest dankbar sein, dass sie nicht auch noch meinen Keller zur Lagerung ihres Goldes in Besitz genommen haben. Welch Demütigung. Die denken ja alle nur ans Geld. Was ist denn da los? Orkfäuste. Mhm. Yay! Boah, richtig gut. Oh, da kann man aber... Hier, da kann man richtig gut durch. Oh, da ist wieder so ein großer Diamant. Ja, damit. Die Fäuste sind cool. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt direkt wie Ork-Fäuste aussehen. Ne? Das sind einfach... Es hätten auch Hulk-Fäuste sein können. Aber die passen zu meinem restlichen Style hier, ne? Grüne Fäuste für eine grüne Wassermelone. Das passt. Ach Gott. Also die schlagen auf jeden Fall gut schnell zu. Das ist in Ordnung. Kommt her. Da kann man sich richtig schön durchprügeln hier. Und dann kommen die auch gar nicht zum Ausholen. Die bringen aber gar keine neuen Punkte mehr, kann das sein? Wahrscheinlich, weil ich die schon mal umgebracht habe. Ja, ist egal. Ich lasse die jetzt hier links liegen. Ich will ja eigentlich nur noch durchs Tor. Ja. Schneller! Schneller! Yay! Birgt die Teile der Losung. In der Nimmerlichtung. Die Teile der Losung. Hey, moin! Edelborstklaue. Schönen guten Tag. Diese Frösche sind schurkische Schlingel von niederer Geburt. Der Gipfel der Niedertracht, sage ich. Sie haben die einzelnen Teile der Losung unserer Stadt überall verstreut und nun kommen wir adligen Händlerschweine nicht mehr hinein. Wir waren auf einer Versammlung. Die Regeln brechen, die Losung außer Kraft setzen. Oh, bewahre, Anarchie! Oh, herrlich. Huch, was ist denn das? Hä? Ach, weil das Sumpf ist. Ach, und Sumpf funktioniert wie Wasserfall. Ah. Okay, da ist auf jeden Fall ein Teil der Losung. Ah, hier, der Blasterfrosch. Fall um. Und du auch. Sammel das gleich ein. Ich hänge im Sumpf. Ach, wir entschlüsseln das gleich. Zwei von acht schon. Das geht ja hier richtig voran. Oh, drei gleich hier. Hier gibt es bestimmt irgendwelche Geheimnisse. Das ist ein normaler Frosch. Der ist nicht garstig. Du bist garstig. Da liegt Geld. Oh, ein Krokodil. Oh. Hallo, Kroko. Tust du mir was? Nee, ne? Nee. Kroko ist freundlich. Finde ich super. Erstmal kurz hier hoch. Ich habe gesehen, da oben ist ein Teil der Losung. Auch und ein Vögelchen auf dem Pilz. Ach, das ist süß.
Huch, nein, da will ich nicht hin. Hallo. Oh, tschüss. Wollte ihn gar nicht verjagen, aber der hat wahrscheinlich ein bisschen Angst. Oh, und eine Schatztruhe. Rosa Revolver. Der knallt jetzt alles weg. Gegen diese Keule hier. Gucken wir mal. Piep, piep, piep. Oh. Hat denn der hier gerade... Achso, ich glaube, ich habe ein paar Bäume erwischt. Huch, oh Gott, jetzt habe ich den falschen Frosch anvisiert. Na super. Nachladen habe ich. 30 Schaden. Und also, ich meine, das ist geil, aber ich treffe halt einfach nicht, ne? Jetzt. Ja, schneller ist man halt wirklich mit einer richtigen Waffe. Also mit einer Nahkampfwaffe. Andere sind ja auch richtige Waffen. Wow. Ich habe mich schon wieder über den Rand segeln sehen. Nee, dich mache ich erst kaputt. Nicht, dass hier irgendwas anbrennt. Ach, noch mehr Frösche. Egal, komm. Heil 5. Speck! Oh, jetzt Bacon and Eggs. Oh Mann, ich hatte noch kein Frühstück. Es ist immer das Gleiche. Ich fange immer an aufzunehmen und habe noch nichts gegessen. Und wenn in Spielen dann was zu essen vorkommt, dann bin ich immer total im Eimer. Und heute ist auch noch Feiertag. Da kannst du nicht mal irgendwie was Geiles einkaufen. Hoch, hoch, hoch. Weg. Nein. Ach Gott, ich bin ja gleich tot. Oh, wei. Komm her. Ja, du auch. Nachladen. Killt. Fall runter. Danke. Boah, ich bin hier gleich hinüber. Okay. Oh, schon wieder so ein fieser Frosch. Komm. Oh, den Trank habe ich noch gekriegt. Weg mit dir. Sei nicht so garstig. Siehst du das von mir? Ich tue ja auch niemandem was. Würde ich nie. Na, jetzt. So, noch die Kohle. Noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Oh, und Frösche. Oh, ein Geschenk. Mhm. Ach, da hüpft nur wieder so ein normaler Frosch. Ich wollte schon einen Schreck bekommen. Und hier wieder so ein Froschkönig. Alles schon mal die Vorbereitung auf den Bossi, der dann... Oh mein Gott, da habe ich mich jetzt aber breit angestellt, ja. Ich würde sagen, auf den Bossi, der dann noch kommt. Übermut tut selten gut, ne? Der Spruch kommt auch nicht von ungefähr. Ist hier noch was? Hier drüben? Ja, hier oben drüber. Ach, kann ich gar nicht. Na, da sind sie ja wieder. Also die Orkfäuste sind schon cool, aber man darf sich trotzdem nicht vom Blaster erwischen lassen. Das ist tödlich. Nee, nee, nee. Münze. Und der achte Teil ist jetzt hier. Yay! Aufgabe abgeschlossen. Endlich mal wieder. Die Tür ist auf jeden Fall frei. Demelzer. Knights and Bikes. Hallo. Kenne ich nicht. Aber ich kann ja auch nicht alles kennen, ne? Oh nein, nein, nein! Das wollte ich gar nicht. Ach nee, das war richtig doof. Ja, man kann Tode halt auch einfach, ja, provozieren. So, schnell weg hier. Aus dem Sumpf. Lasst mich durch. Keine weiteren Geschenke hier. Lass uns reden. Losungshüter Suhl. Schönen guten Tag. Ich bitte um Entschuldigung.
Aber die Industriestadt Schwarte kann nur von jenen betreten werden, die unsere super geheime Losung kennen. Die Frösche kamen hier auch ohne sie hinein, aber sie waren auch eine eher große bedrohliche Bande. Hast du auch eine große bedrohliche Bande bei dir? Das dachte ich mir. Dann husch, husch. Ja, lass mich durch. Ich würde hier doch nie was Fieses tun. Industriestadt Schwarte, finde die Willenserklärung. Mache ich. Miss Anna Weisung. Hallo, Frau Weisung. Die gibt jetzt Anweisung. Die Frösche haben den Schatz des Königs gestohlen und horten ihn in unserer Festung. Du siehst aus, als wärst du entschlossen zu helfen. Aber ohne die Willenserklärung darf niemand die Festung betreten. Und anscheinend wurde sie irgendwo hier in der Stadt verlegt. Die Regeln brechen? Ich wünschte, das könnten wir. Die Edelschweine würden uns die Haut über die Ohren ziehen. Das war brutal. Ja, aber diese arroganten Edelschweine. Kann ja auch nicht angehen. Ah, das. Geht das kaputt? Ah, aber hilft nicht. Oh mein Gott! Was? Was? Wie ist denn das jetzt passiert? Wie konnte ich denn da bitte runterfallen? Hä? Ist da eine Lücke? Okay, also ist nicht empfehlenswert da an der Stelle. Hä? Okay, nee, da will ich nicht lang. Irgendwie bin ich da gerade schon gestorben. Komische Sache. Ah, hier kann ich mich aber durchschlagen. Ach, die Frösche. Muss ich das wieder alles kaputt machen? Wahrscheinlich, ne? Sonst komme ich gar nicht an die Punkte ran. Aua! Hey, hey, hey! Bleibst du stehen, junger Mann. Komm, alles kaputt machen. Muss wieder instabil werden. Hä? Wie kann das gerade halten? Wo hängt das dran? Ah ja. Machen wir hier genauso. Was mir gerade einfällt, im letzten Level habe ich gar keinen Kontrollpunkt gefunden. Vielleicht gab es einen, vielleicht gab es keinen. Will ich da schon rein? Ich meine, das ist ja auch nur ein kleines Hütchen, ne? Komm, geh mal rein. Ah, schon wieder so viele Frösche. Hui! Sollte viel öfter meinen Spezialangriff machen. Aua. Aua! So, weg damit. Hole her. Ja, alles kaputt machen. Schön die Inneneinrichtung zerstören. Guten Tag. Wer ist das? Kann ich gerade gar nicht lesen, weil oben die Questbeschreibung stand. Moment. Meister Weit... Oh Gott. Weitohrarbeiter. Das ist der Vorarbeiter. Mir egal, ob die Adligen draußen festsitzen, die Seele des Älteren verschwunden ist und es von Fröschen nur so wimmelt. Die Arbeit muss trotzdem erledigt werden. Jetzt wird gegerbt. Kein Gemecker in der Gerberei oder über die Gerberei oder überhaupt über irgendwas. Jemals. Das ist mein Motto. Ach, mach doch, was du willst. Diese Kinder heutzutage. Also ich würde mir schon Gedanken machen, wenn meine Heimat irgendwie von Fröschen überlaufen wird, die hier nichts Gutes im Schilde führen. Geselle Tobi Üftler. Alle sind so glücklich, dass die Adligen ausgesperrt sind. Alle außer mir. Wenn wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, können wir uns auch keine Ersatzteile besorgen, wenn unsere Geräte kaputt gehen. Statt keiner Arbeit haben wir dann plötzlich mehr davon, als uns lieb ist. Das ist wahr. Da können wir uns nicht rausreden. Dann hoffen wir doch mal, dass die Sachen hier nicht kaputt gehen. Über hier schön die Färbetöpfe und alles, ne? Ist schon süß. Werde ich auch jetzt nicht kaputt machen. Einmal hoch. Ah, Moment. Moment. Das ist zwar zu klein, aber ich habe doch schon mal einen... Oh! Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Aber ich habe doch schon mal eine Schatztruhe gefunden unter so einem Riesenhaufen Kisten. Da sollte ich eigentlich öfter mal nachgucken. Sekretär Mirko möchte gern. Der Gute möchte gern. Ich mag zwar nur der Sohn eines Schweinebauers sein, aber tief in meinem Herzen bin ich ein Adliger.
Selbst wenn das bedeutet, dass ich jede hart verdiente Münze für Kleider ausgeben muss, die ich mir kaum leisten kann, das ist es auf jeden Fall wert. Was habe ich denn für eine Wahl? Soll ich etwa ein dreckiger Prolet sein, in der Gerberei arbeiten, mich im Schlamm suhlen? Nie und nimmer. Och, mal kann man das schon machen. Warum nicht? Ich mache Froschlasagne aus euch. Kommt her. Oh Gott, nein, ich wollte nicht den Eimer kaputt machen. Habe ich auch nicht gemacht. Wie habe ich denn das jetzt geschafft, das Regal umzuschubsen durch die Wand? Hm? Lehrling Leo Essig. Ich liebe es, Leder zu machen, aber irgendwie sind die Resultate nicht mehr zufriedenstellend. Ich habe gehört, die Seele des Eldra soll verschwunden sein. Ob das wirklich einen Unterschied macht? Das wirkt so abergläubisch. Man weiß es nicht. Sekretär Michi Erdtürer? Ey, die Namen, ne? Jeder glaubt, dass sich beim Gerben alles nur um die Lederverarbeitung dreht. Würde ja gern mal sehen, wie die den Bürokram erledigen. Eingehende Bestellung, ausgehende Bestellung, Urlaub, Zeitstempel, Steuern. Es nimmt einfach kein Ende. Aber schon bald werden die Schreibkramschweine dieser Welt respektiert. Ich habe eine förmliche Beschwerde eingereicht. Mal gucken, wann die bearbeitet wird. Lehrling Max Ontag. Oh, Montag. Der Herr Montag ist das. Moment, das lese ich gleich. Kam gerade ein Frosch dazwischen. Heute Morgen bin ich auf der falschen Seite des Stalls aufgewacht. Dann, als ich auf dem Weg hierher war, haben mir ein paar Frösche eine Haxe gestellt und meine Brille zerbrochen. Und dann, als ich hier angekommen bin, war auch noch die Kaffeemaschine kaputt. Was kommt als nächstes? Ey, das ist ein richtiger Montag. Das ist wirklich so ein richtiger Montag. Wer kennt's nicht? Richtig übel. Alles geht schief. Und noch viel mehr. Aber hier sind zwei Schatztruhen. Die trösten. Ein Silberschlüssel. Und? Daumen hoch! Nahkampfwaffe! Geil. Nehmen wir anstatt... das Zepter war eigentlich ganz gut, ne? Anstatt Standardblaster. Yay! Boah! Die klingen ja wie richtige... Also als ob die so richtige Klingen haben. War gefährlich. Also die machen auf jeden Fall gut Schaden. Ja, gleich mal testen hier. 35. Boah. Okay. Also die sind richtig flott. Das ist eine geile Waffe. Und ich bin gleich tot. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Okay. Ich habe den Trank doch gesehen, wollte hin. Aua. Die schlagen halt einfach so zu. Diese Frösche hier. Weg mit euch. Seht ihr das von mir? Okay, haben wir nochmal zwei NPCs. Herr Tristan Arch. Der tratscht nur rum. Meine Güte, seit die Seele des Eldra verschwunden ist, haben sich die Frösche wirklich verändert. Gierig waren sie ja schon immer, aber alle Habseligkeiten des Königs zu klauen und unser Land in einen Sumpf zu verwandeln ist... Naja, ich finde es etwas übertrieben. Miss Fiona Lanira. Die flaniert. Ups, obala, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Oho, wie ich sehe, hast du die Losung gefunden und kannst nun in die Stadt. Bitte tu uns Gesindel einen Gefallen und erzähl das nicht den Adligen, die draußen festsitzen. Selbst mit all diesen Fröschen, die alles kurz und klein schlagen, war es hier nie ruhiger und friedlicher als jetzt. Ja, da sind die Adligen ja halt dann wohl doch eher so semi-geil, ne? Die lassen halt immer ihren Stand raushängen. Schatztruhe. Ein Fechtschwert. Ja. Ah, Hilfe. Oh nein, 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 das wollte ich gerade gar nicht wechseln. Moment. Komm, gegen die Orkfäuste. Hier, nimm mein Fechtschwert. 45 Schaden, aber... Oh Gott. Dafür schlägt es... Naja, es geht so von der Geschwindigkeit tatsächlich. Es hat auf jeden Fall eine richtig gute Reichweite. Das ist bei den anderen Waffen ja manchmal ein bisschen schwierig. Bea Rutal. Held, hast du die Willenserklärung finden können? Die Frösche haben nicht nur den Schatz des Königs gestohlen, sie haben auch meine Cousine entführt.
Offenbar war das alles ein Trick. Den Fröschen war klar, wenn sie den Schatz stehlen und einen Keil zwischen uns und die Adligen treiben, sind wir zu verwirrt und gespalten, um uns zu wehren. Aber sie ist doch Frau Brutal. Sie kann sich doch auch verteidigen. Oh, hier, Moment. Betonprügel. WTF. Moment. Ich muss ihn mitnehmen. Ich kann nicht anders. Gegen Schwert, komm. Bam, bam. Boah, war es langsam. Boah, ich muss mal wieder aufpassen. Warum sind denn hier so eine Seerosenblätter, wo man so springen kann? Da war ja nichts weiter. Hier ist nichts. Na, muss ich mal hier richtig hochklettern? Nein. Ja. Meister Timurok. Die Gerberei? Die sollte dort drüben sein, aber den Lehrlingen geht es bestimmt gut. Wenn irgendwas im Busch wäre, würden sie es mir erzählen. Aus irgendeinem Grund wissen sie immer, wo ich bin. Gibt es auch Futter und... Ach, Moment, jetzt habe ich mich verlesen. Wo ich bin, gibt es auch Futter und Trank. Ja, dann... Und hier gerne mal rein. Eieieiei. Oh, 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 oh. Moment. Ich nehme mal hier meinen neuen Betonprügel. Wow, wow, wow. 50 Schaden. Aber ich nehme auch gerade wieder richtig eine Kelle mit. Ich brauche mal kurz einen Trank. Ach, da ist einer. Schnell. Hui. Wenn die betäubt sind, ist das immer richtig gut. Komm her. Vor allen Dingen, wie die Leute hier einfach entspannt noch am Tisch sitzen, ne? Und einfach mal essen. Oh, der isst eine Melone. Oh Gott. Ich fühle mich gerade irgendwie nicht mehr so wohl hier. Ach Gott, und hier gleich der Große. Hey! Ist das von mir? Oh, voll daneben. Hat der so einen Schrubber? Einen Besen? Oh Gott. Ah, ja, ja, nee, 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 nee. Noch nachladen. Oh Gott. Oh, ich treffe einfach nicht. Wieso ist denn der so garstig? Ich mach doch gar nichts. Oh. Oh, dahinter waren Münzen. Aua. Ey. Oh, ich schieße überall hin. Ey. Warte. Komm hier jetzt mit dem. Oh Gott, der ist gar nicht umgefallen. Autsch. Oh Gott, jetzt. Er oder ich, er oder ich. Blaster. Oh, ja, schnell. Boah. Das war jetzt aber schon ein bisschen knappes Höschen, ne? Eine Willenserklärung. Besser ist. Ja, mit dem Geld. Hier mal kurz alles kaputt machen. Machen wir so. Was Geheimes noch hinter? Ich guck mal ins Geschenk. Okay. Herr Nils immer satt. Fressgeräusche. Hey, geh mir nicht auf den Keks. Ich fresse. Ich fresse für den Rest meines Lebens. Nächste Station, Schlaraffenland. Da würde ich auch mal gern vorbeischauen. Gucken, was da so gibt. Frundschlabber. Herr Kalle Uldampf. Die Namen sind so doof. Schön. Ohne die Adligen bleibt nicht nur mehr Futter für uns übrig. Es gibt auch niemanden, der uns davon abhält, uns den Wanst vollzuschlagen. Die Soßenauswahl war noch nie so üppig. Hm. Und hier? Also komm, der isst eine Melone. Frank Esslust. Noch nie zuvor gab es hier was zu futtern für mich. Ich bin Vegetarier. Aber jetzt, da die Adligen weg, sind, kann ich fressen, was ich will. Dieser Zaun ist köstlich. Diese Schuhe sind ein Gedicht. Du isst gerade eine Wassermelone. Aber ja, kannst du gerne auch was anderes schmecken lassen. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Ich brauche einen Silberschlüssel. Erstmal noch einen. Vielleicht oben lang. Ingo. Moin. Ingo Somnje, der schläft nachts nichts. Wie soll ich bei all den Schmatzgeräuschen da unten Schlaf finden? Manche Schweine sollen den ganzen Tag lang nur fressen, andere immer nur schlafen. Wie können wir koexistieren?
Eigentlich hatten wir einen strengen Zeitplan, aber ohne die Adligen macht ja jeder, was er will. Ja, da läuft alles aus dem Ruder. Man kennt's. Irgendwer muss halt aufpassen. Gucken, ob da der Schlüssel drin ist. Nee, bockiger B. Ach, der bockige Biber hier dann anscheinend. Ha, okay, wer braucht schon einen Schlüssel? Ha, okay, sehr gut. Lehrling Dirk Rückeberger. Psst, was ist hier los? Ich habe eine Menge Krach von draußen gehört. Froschkrach. Erzähl jedenfalls niemandem, dass ich hier bin. Besonders nicht meinem Boss in der Gerberei. Ich mache schon seit einer Woche blau. Hoffentlich bleiben die Adligen für immer ausgesperrt. Sag mal, Junge, du musst aber auch Geld verdienen. Kannst du es hier nicht blau machen? Also hier ist wirklich ein bisschen was schiefgelaufen. Die tanzen alle auf dem Dach. Oh. Hui. Muss hier mal schnell weg. Oh ja, ein Trank ist gut. Moment, habe ich auf der anderen Seite schon geguckt, was da los ist? Sekündchen. So. Da drüben, da war ich gucken, oder? Da ist zumindest nichts. Eieiei, Moment. Ganz kurz noch auf die andere Seite. Okay, also hier ist nichts. Ich habe nichts übersehen. Hoffe ich. Baron von Eigenwutzler. Als letzter Adliger innerhalb der Stadtmauern muss ich dich kurz aufhalten. Sieh mal dort drüben. Genau jetzt. Ich besuchte eine prestigeträchtige Lehranstalt und habe eine Strategie, die dir im vor dir liegenden Raum helfen wird. Der Frosch, dem du gegenübertrittst, ist hässlich und ein Anwärter auf unseren Thron. Er ist auch viel größer als die anderen Frösche und wirkt erheblich wütender. Und er ist verliebt. Hiermit schließe ich meinen Vortrag ab. Er ist verliebt. Das soll jetzt ein Hinweis sein. Er ist hässlich, er ist verliebt. Besiege Romeo Urquark in der Beutekammer. Ich nehme jetzt mal einen anderen Char hier. Ich bin erstmal die Markierung. Romeo Urquark. Oh, 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 oh. 5 Minuten habe ich. Eieiei, und man bleibt hier auch wieder überall hängen, ne? Ach, das sind alles hier. Oh Mann. Das soll alles Gold sein. Oh, ich bin ja gleich tot. Oh nee. Frank. Moment. Hui. Romeo, lass mich in Ruhe. Oh, Romeo. Ach, Romeo. Oh, oh. Nein. Also, die Fröschlis hier. Alter. Ist ja nicht wahr. Au. Okay, das ging schnell. Hey. Also, ich muss sagen, die Informationen von dem Schweinchen draußen haben mir jetzt nicht so weitergeholfen. Oh, Moment. Soll das Miss Piggy sein? Miss Erna irgendwas? Ach, Erna. Erna, warte mal. Erna, lass uns mal nochmal reden. Zu Hilfe, ich weiß nicht warum, aber dieses Krötenungetüm hat mich entführt. Ja, hat's getan. Sehe ich. Erna, ich brauche mal kurz was an Heilung. Gucken, erzählt Erna noch was? Er ist über beide Ohren in Fürstin von Schnösel verknallt, die berühmte Opernsängerin. Ich kann gar nicht singen. Ich war noch nie in der Oper. Ich habe nur eine leichte Ähnlichkeit mit ihr. Hilfe! Warte mal, kann ich das Bild kaputt machen? Nee. Oh, Hilfe! Wow. Also überall, ja, hängen hier die Bilder. Komm, nimm das. Ich kann das gar nicht richtig werfen. Ah, oh, der macht gar keinen Schaden dran. Leider auch kein Dynamit hier und so. Ey, da muss ich halt wieder so zuschlagen. Ist auch egal. Oh, oh. Aber ich habe das Gefühl, die Waffe ist nicht so gut. Oh, und das Ding reicht gar nicht. Na, super. Hier, komm. Bisschen. Jetzt kratzt er sich am Hintern. Oh, oh. Ja, juckt das Fell, ne? Oh, der Blaster. Stimmt, der macht ja richtig gut Schaden. Komm, probieren wir es mit dem Blaster. Mal wieder.
Was lachst du so? Das war doch mal ganz gut jetzt, oder? Komm. Oh, der schießt auch. Also auf Abstand. Ja, wenn man hier nicht was im Weg hätte. Aua. Oh Mann. Nachladen. Muss weg. Oh nein, die Frösche sind wieder da. Und andere Waffe. Wie wär's mit einem Trank? Danke. Oh, hier ist ein größerer Frosch bei. Oh Mann. Die Blasterfrösche sind halt fies, ne? So, Blaster. Oh, nachladen. Weg. Au. Ich frage mich, ob es jemanden gibt, der das tatsächlich in der Zeit schafft, ja? Wahrscheinlich wirklich nur, wenn man nicht mit den NPCs rumquatscht. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Weg. Oh, Hilfe. Oh Gott, ich treffe wieder nichts. Oh Mann. Nein, der lacht wieder. Bräuchte er nochmal seine Froschfreunde? Die droppen wenigstens so ein paar Tränke. Oh, der hängt fest. Das ist natürlich ein bisschen mies, ne? Das mag ich nicht so zu kämpfen. Ist ja Beschiss. Komm. Oh! Okay. Oh, weg, weg, weg. Komm, hol deine Kumpels. Ach Mann, ich schieß wieder daneben. Oh oh. Also mein super Angriff ist auf jeden Fall keine gute Idee, weil ich kriege dann trotzdem dick Schaden, ne? Was lachst du? Hier ist nichts lustig. Oh, seine Kumpels sind... Oh, der liegt. Alter! Was war das denn? Hier! Mit einer helle Bade oder was? Wo kommt man da hin? Au! Oh, Trank, Trank, Trank. Boah. Hey, hey. Komm, weg, 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 weg. Komm. Das ist ja frisch. Ach, kein Trank. Kein Trank für mich. Moment. Ah, Blaster. Ja, schon wieder so ein fieser. 75 Schaden. Oh, ist okay. Ach, da ist ein Trank. So, komm. Blaster raus. Ah, schön daneben. Überall daneben. Wer kennt's nicht? Oh, jetzt. Weg, weg, weg. Oh, noch ein Trank. Gib her. Boah. Ich habe mich gerade schon runtersegeln sehen. Ja, komm. Romeo. Oh, Romeo. Wow. Was macht der da? Das sah so gut aus. Au. Meine Güte. Jetzt aber kein Mist hier machen. Nichts anbrennen lassen. Der ist ja schon fast kaputt. Ah, oh, nachladen. Komm, das ist der letzte Zippel hier. Ja, geht doch. Sehr geil. Oh, Romeo-Urquark. Haben wir kaputt. Aufgabe abgeschlossen. Ja, mit dem Geld. Trank nehmen wir auch noch mit. Kann ich dich jetzt auch mitnehmen? Geschafft. 53.000 Punkte. Ich habe immer so um die 53.000 Punkte, ne? Und das sieht natürlich jetzt hier auch richtig gut aus. Ich bin der König. Yay. 42 Minuten. Naja, ist, glaube ich, okay, oder? Für so ein komplettes Level. Ich mache hier keinen Speedrun. Das ist aber echt so ein Miss Piggy-Verschnitt. Die gute Opernsängerin. Ach, ich mag das, diese Endsequenzen hier. Die sind cool. Herrlich. Wunderbar, mir hat das Level echt gut gefallen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal mit dabei seid. Da gucken wir uns dann Felsfrostgipfel an. Da wartet also ein riesiger Pinguin, wie man sieht, und süße Schneehasen.
Ich hoffe, die muss ich nicht umlegen. Den Pinguin, okay, das geht klar. Die Häschen, na mal schauen. Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!